fit machen für die Zukunft. Nicht nur der Gesetzgeber trägt dazu bei, dass die Nachhaltigkeit ein wichtigeres Thema wird, sondern auch wir alle. Wenn Sie hier abgeschlossen haben, dann haben Sie aus unserer Sicht sehr gute Einsatzmöglichkeiten. So, herzlich willkommen hier im Labor Produktion und Logistik, in dem auch einige praktische Teile natürlich in unserem Studium stattfinden. Mein Name ist Frederik Reichert, ich bin an der Hochschule Esslingen im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen für das Fach Production Management zuständig. Danke Frederik, mein Name ist Hannes Winkler, ich bin Professor hier an der Hochschule Esslingen für Logistik und Mobilität und wir möchten euch im Schnelldurchlauf unsere neue Vertiefungsrichtung Sustainable Operations vorstellen. Im Prinzip ist es ein klassischer Wirtschaftsingenieurstudiengang, aber mit Fokus auch auf nachhaltige Operations. Wie kann man das übersetzen? Im Prinzip Operations beschreibt alle Unternehmensprozesse von Beschaffung, Produktion, Vertrieb, aber auch Qualitätsmanagement. Genau, und die Teile wollen wir natürlich euch auch im Studium näher bringen. Und ich gebe mal ein paar Ausschnitte aus unserem Hauptstudium, worum es da geht. Also zum einen Lean Management, wie kann man die Prozesse in der Produktion optimieren? Intralogistik, wie kommen die Teile möglichst ideal an die Produktion ran? Procurement, also Einkauf, wie kann man möglichst günstig, aber qualitativ einkaufen? Verhandlungstechniken, Supply Chain ist ein großes Thema, wie können zukünftige Lieferketten sicherer gestaltet werden? Und natürlich auch die Digitalisierung der Produktion. Und damit seid ihr hier sehr gut aufgestellt in der Region. Auch zukünftige Berufsfelder sind natürlich da sehr gut, die ihr damit machen könnt. Produktionsplanung und Steuerung, wie kann man Produktionslinien aufbauen, auch weltweit steuern? Wie kann man die Qualität der Produkte sichern? Wie kann man Produktion optimieren Richtung Kosten, Richtung Zeit, aber zukünftig natürlich auch Richtung Nachhaltigkeit? Was können wir tun, um die Produkte besser, sinnvoller und schneller produzieren zu können? Also auch bisher war unsere Quote der Absolventen, die wir direkt an die Industrie vermitteln konnten, sehr, sehr hoch. Nicht zuletzt durch die Nähe hier im Raum Esslingen haben wir sehr, sehr viel Industrie, Weltmarktführer, große, mittelständische. Und wir sind überzeugt, dass durch diese neue Ausrichtung auf Nachhaltigkeit die Berufschancen noch besser werden. Denn wir als Konsumenten bewegen die Industrie mehr in Richtung Nachhaltigkeit, weil wir mehr bei unseren Einkaufsentscheidungen darauf achten. Aber auch der Gesetzgeber zwingt die Unternehmen mehr und mehr zu nachhaltigen Produkten und dadurch auch zu nachhaltigen Lieferketten. Also kennen viele das Beispiel, ein T-Shirt legt im Durchschnitt 18.000 Kilometer zurück, geht um die Welt, wird in Bangladesch oder jetzt immer mehr auch in Afrika produziert. Und diese Lieferketten sind eben zum Teil nicht nachhaltig und wir als Konsumenten, aber auch die Unternehmen müssen solche Lieferketten und Logistikentscheidungen überdenken und wir geben ihnen das Handwerkszeug oder euch das Handwerkszeug an die Hand, um eben solche Entscheidungen in Zukunft noch besser treffen zu können. Genau. Und zusammen mit euch wollen wir die Zukunft gestalten. Danke. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns.